Whole team mobbing. When I come around, got the whole thing wobbing. Wobbing, 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 wobbing. When I come around, got the whole thing wobbing. So, hallihallo, hallöchen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist der 16.04. Und zuallererst kommen die Fahrzeugrabatte für diese Woche. Das ist als allererstes der Tyrant, wie man hier sehen kann. Dann kommt als nächstes der Centorno, immer noch ziemlich gut für Supersportwagenrennen, obwohl er schon seit 2015 im Spiel ist. Der Ardent, keine Ahnung, was das für ein bewaffnetes Fahrzeug sein soll, ist ziemlich scheiße. Und als Luftfahrzeug die Hydra. Zudem gibt es noch den Luxor Deluxe im Angebot, statt 10 Millionen nur noch 2 Millionen. Auf jeden Fall die Woche zuschlagen, wenn man den haben möchte. Und der normale Luxor ist auch nochmal reduziert. Ja, kann man auf jeden Fall gönnen. Podiumsauto diese Woche ist dann der Oldslot Pariah. Ist der zweitschnellste Sportwagen in Sachen Rundenzeiten. Der schnellste ist immer noch der Grotti. Und ja, ist der schnellste auf gerader Linie und kann man auf jeden Fall mal erdrehen. Ist ein gutes Fahrzeug. Ist auch ziemlich stabil, wie gesagt. Zweiter bzw. erster und ja, so viel dazu. Dann zu den Business-Angeboten. Die Weed-Businesses oder Hanfplantagen sind im Angebot, genauso wie die Upgrades und es gibt doppelt Geld drauf. Dann zu den Zeitrennen einmal hier Davis Quartz bzw. Up and Atom. Und ich meine mich nicht verguckt zu haben, aber der Bunker sollte eigentlich doppelt Geld geben. Und dann generell zu den doppelt Geldmöglichkeiten sieht man hier, alle Kontaktmissionen bringen doppelt Geld. Das heißt hier ein Job für einen Titan und keine Ahnung, da gibt es ziemlich viele Missionen da, ne? Der eine oder andere wird die schon gespielt haben, also kann diese Woche gut Geld granten wieder. Und es gibt sogar dreifach Geld und RP auf das Tempo mithalten, ist ein Gegnermodus, wo es darum geht, dass halt pro Runde immer die Minimumgeschwindigkeit erhöht wird und wenn man da drunter fällt, ist man raus. Und ja, das war's dann mit den Updates. Ciao!